Ja, wir sind im Kapitel Vermittlung und Betrieb und wollen uns jetzt mal einem Thema zuwenden, was besonders wichtig ist, nämlich das Thema Wegefindung oder auch Routing. Und da können wir uns erstmal überlegen, wie das normalerweise zum Beispiel aussieht, wenn Sie eine kleine Reise planen, zum Beispiel von Hameln nach Münster. Und dann würden Sie ein Programm bemühen und würden dort zum Beispiel eine Route je nach Verkehrssituation herausfinden. Und es gäbe wahrscheinlich Alternativangebote zu dieser Route und Sie müssten dann entscheiden irgendwann, welche Route nehme ich denn. Und vielleicht würden Sie da zusätzlich noch Verkehrsinformationen hören und würden dann Ihre Entscheidung treffen, um die entsprechende Route zu wählen. Ein ähnliches Verfahren müssen wir jetzt auch für unsere Netzwerke finden. Da sind diese Straßen letztlich nichts anderes als unsere Netzwerkverbindungen. Und die Knotenpunkte können Sie sowas sehen, können Sie so ansehen wie Kreuzungen. Geht es jetzt nach rechts oder nach links oder wohin geht es eigentlich weiter? Und das sind natürlich keine Kreuzungen, diese Knotenpunkte. In unserem Fall sind es dann sogenannte Router, die dafür sorgen, dass die Nachricht auf einem möglichst optimalen Weg von A nach B kommt. Genau, und das ist eben auch eines der entscheidenden Ziele von unseren Routing-Systemen. Es gibt also drei so Kernziele, die man identifizieren kann. Das eine ist eben, dass wir einen möglichst hohen Datendurchsatz erzielen wollen, also unsere Daten möglichst schnell von A nach B bekommen wollen. Das beinhaltet so ein bisschen, dass wir auch die Verzögerungen nach Möglichkeit minimieren wollen, also eine, wenn es geht, relativ geringe Latenz. Und ähnlich wie auf den Straßen kann es natürlich auch in Netzwerken passieren, dass Daten eine Leitung verstopfen, dass Staus entstehen. Und genau das wollen wir natürlich auch vermeiden oder diese Staus entsprechend umfahren. Und damit das geschehen kann, sind unsere Router eben da. Und wenn so ein Datenpaket bei einem Router ankommt, dann sehen wir in diesem Schaubild, was dann passiert. Und zwar schaut der Router natürlich erstmal, bin ich vielleicht sogar der letzte Knoten vor meinem Zielsystem? Wenn ja, dann leite ich eben dieses Datenpaket, was für das Zielsystem gedacht ist, dort direkt auch weiterhin. Bin ich nicht das Zielsystem, dann schaue ich in meine Routing-Tabelle. Und in dieser Routing-Tabelle finde ich eben entsprechende Informationen, wo ich das Datenpaket hinschicken muss, in welche Richtung, zu welchem nächsten Router eventuell, damit dieser dann das Paket entsprechend weiterleiten kann. Was der dann damit macht, ist mir an der Stelle dann erstmal egal, aber der gesamte Zyklus beginnt dann entsprechend wieder von vorne. So, und das heißt, jeder dieser Knotenpunkte, jeder dieser Router enthält auch eine sogenannte Routing-Tabelle. Und im einfachsten Fall müssen natürlich in dieser Routing-Tabelle zumindest mal drei Einträge stehen. Als erstes brauchen wir eine Adresse von dem Zielsystem, das sind die sogenannten IP-Adressen. Als nächstes möchte der Router natürlich auch wissen, wie kann ich das möglichst optimal gestalten, diese Route, also wie viel Entfernung habe ich eigentlich zum Zielknoten. Und Entfernung wird hier ausgedrückt in sogenannten Hops. Und ein Hop ist jeweils ein Durchlauf durch einen Router. Und dann muss er natürlich auch noch wissen, der Router, wenn er die Entscheidung trifft, was ist eigentlich der nächste Hop, der nächste Router, an den ich das Paket weiterzuleiten habe. Genau, und das passiert eben letzten Endes auf jedem Router, dass die in ihren Routing-Tabellen nachschauen, was mache ich mit dem mir zugegangenen Datenpaket. Und wir haben hier mal so ein relativ kleines Netzwerk mitgebracht mit einem Netzwerk N1 auf der linken Seite, N2 auf der rechten Seite. Und die wollen jetzt irgendwie Daten miteinander austauschen. Und wir sehen dort verschiedene Router dazwischen, die alle über ihre eigenen Routing-Tabellen verfügen. Wir haben da auch so ein paar beispielhafte Einträge mal reingeschrieben. Und ein möglicher Weg, den unsere Daten jetzt gehen könnten, wäre eben der Weg von N1 über die Router A, D und C nach N2. Das ist aber nur einer der möglichen Wege. Das ist einer der möglichen Routen und das mag zu einem gewissen Zeitpunkt auch die optimale Route sein. Zu einem anderen Zeitpunkt könnte die zweite Route, die wir jetzt mal hier skizziert haben, also über den Router A, D, dann nach B, und über E zum Ziel laufen, könnte die effektivere sein, vielleicht weil die Strecke zwischen C und dem Netzwerk N2 momentan gerade überlastet ist. Also je nach des entsprechenden Verkehrsaufkommens, genau das gilt nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Netzwerkverkehr, wird also die optimale Route zu dem gewissen Zeitpunkt immer wieder etwas anders aussehen. Ja, und wir haben schon im Zusammenhang mit dem OSI-Modell erfahren, dass eben diese Router nicht nur in ihren Routing-Tabellen irgendwie wühlen, sondern die müssen sich natürlich auch die Daten angucken bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich zu den Adressen. Sie müssen ja wissen, welches Ziel hat eigentlich dieses Datenpaket, wo muss ich es hinschicken. Wir haben das schon im OSI-Modell gesehen, es gibt dort eine Entkapselung, eine Kapselung wieder, wo also die Datenpakete auf den Routern bis zur dritten Schicht jeweils ausgepackt werden, also bis zur IP-Adresse quasi, auf den beiden Endsystemen dann eben entsprechend komplett durch das gesamte OSI-Modell hindurch.
Und jetzt kann man sich ja schon vorstellen, bei unserem schematischen Netzwerk hier alleine schon, dass Hops eben vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss sind, sondern dass es dort auch noch verschiedene weitere Kriterien gibt, anhand derer ich eben meine Routing-Verfahren optimieren kann. Es gibt also verschiedene Optimierungskriterien und eines dabei ist eben natürlich wieder der hohe Datendurchsatz. Ja, und es ist wichtig dabei darauf zu achten, es geht um den Durchsatz, also wirklich das, was gemessen durchgeht, also nicht brutto, sondern Nettoübertragungsrate. Genau, ein weiterer Punkt ist eben eine gleichmäßige Lastverteilung, dass ich also nach Möglichkeit nicht einen Router, der vielleicht irgendwo zentral steht, mit Daten überflute, sondern dass ich die Last auf mehrere Wege, auf mehrere Router dann entsprechend auch verteile. Ja, ein anderer Punkt könnte sein, dass ich bestimmte Kosten vermeiden will, also beispielsweise eine Lichtwellenleiterverbindung bevorzuge gegenüber einer Satellitenverbindung. Manchmal muss ich aber eine Satellitenverbindung wählen, weil ich halt nicht an den Ort anders rankomme. Genau. Und dann ist natürlich auch die Sicherheit gerade heutzutage ein ganz wichtiger Aspekt. Da spielt so ein bisschen mit rein, wie entstehen eigentlich diese Routing-Tabellen. Das kann einerseits dynamisch geschehen, das kann andererseits aber auch manuell geschehen. Also ich kann als Administrator die Routing-Tabellen auch selber pflegen und kann damit auch Einfluss darauf nehmen, welche Wege werden genommen. Eventuell möchte ich damit eben dafür sorgen, dass ein möglichst sicherer Weg genommen wird. Ja, und in der Literatur finden wir oft natürlich für dieses Thema der Kosten Synonyme, die wir oben auch schon aufgeführt werden. Und wenn wir all diese Optimierungskriterien jetzt in diese Routing-Tabelle reinpacken wollen, dann sprechen wir von einer Metrik. Genau, es kann sehr komplex werden, je nachdem, was ich dort alles hineinpacken möchte. Das wollen wir an dieser Stelle aber nicht weiter beleuchten, sondern verweisen stattdessen auf das Kapitel 6.4, wo wir uns das Ganze dann nochmal genauer anschauen. Sehr schön.